What up, mein Name ist Slash und in diesem Video werde ich dir zeigen, wie du ein richtig schönes Minecraft-Haus bauen kannst und das in wenigen Minuten. Es ist super einfach und ich werde euch alles Schritt für Schritt zeigen. Das Ganze könnt ihr ganz easy bei euch in eurer Singleplayer-Welt auf dem Server mit euren Freunden zusammen oder auch in eurer Minecraft-Hardcore-Welt nachbauen. Falls ihr in Zukunft nicht verpassen wollt, wie man Sachen in Minecraft baut, wie Häuser oder auch andere Sachen, einfach gerne ein Abo da lassen. Ist für euch nur ein Klick und für mich eine sehr große Unterstützung. Guckt vor allem auf meinem Zweitkanal vorbei, denn da kommen auch sehr regelmäßig Tutorials, die es hier auf dem Erstkanal zum Beispiel gar nicht gibt. Und vor allen Dingen schreibt mir in die Kommentare, wozu ich als nächstes ein Tutorial machen soll, weil ihr da zum Beispiel Probleme habt. Auch heute habe ich euch wieder alle Items vorbereitet, die wir brauchen, um dieses Haus fertigzustellen. Das heißt also auf einzelne Items genau. Auch hier ist es wie immer so, konzentriert euch darauf, dass ihr die wichtigen Bauelemente habt, wie Holz, Cobblestone, so die Blöcke einfach und so Dekorationsmöglichkeiten, also Einrichtungssachen, wie zum Beispiel einen Blumentopf und Laternen. Wenn ihr da zwei, drei Sachen nicht habt, ist es überhaupt nicht schlimm. Das könnt ihr im Nachhinein einsetzen und vor allen Dingen auch einfach mal ersetzen mit einem anderen Item. Also konzentriert euch darauf, dass ihr wirklich die Blöcke habt. Der Rest ist gar nicht mal so wichtig. Natürlich habe ich auch heute wieder den Grundriss für euch dabei. Ihr seht, es ist ein sehr, sehr kleiner Grundriss. Er ist deutlich kleiner, als das Haus nachher sein wird. Das Haus wird schon ein bisschen größer sein. Also rechnet schon mit ein wenig mehr Platz als nur das, was ich euch jetzt hier eingeblendet habe. Und dann fangen wir auch direkt an. Also das Erste, was wir machen werden, ist erstmal eine Reihe komplett rum mit Cobblestone ziehen. Das Ganze aber nur bis zu einem gewissen Punkt und zwar genau bis hier vorne. Denn hier vorne bleibt das Ganze frei. Denn wenn wir das jetzt nochmal drei Blöcke erhöhen, einmal alles, natürlich auch mit Cobblestone, ist ja klar. Und zack, dann werden wir hier drüber einmal zwei Blöcke platzieren, sodass wir hier so einen Eingang haben, wo nachher noch eine Tür reinkommen kann. Was wir als nächstes machen, ist relativ klar, denn wir werden hier natürlich nicht auf Rasen laufen. Das ist praktisch der Kellerabteil, dementsprechend macht euch da keinen Kopf. Wir werden das Ganze ersetzen mit Fichtenholzbrettern. Einfach so, wie man es hier jetzt gesehen hat, ganz unspektakulär. Und dann werden wir hier oben einfach mal komplett diese Lücke, also dieses Loch im Dach, einmal komplett auffüllen mit Cobblestone. So muss das Ganze aussehen. Es sieht jetzt einfach nur aus wie der übelste Steinklotz, aber das wird schon, glaubt mir. Jetzt legen wir nämlich schon richtig los. Wir werden hier erstmal ganz normal die Tür einsetzen, ganz unspektakulär. Und jetzt werden wir anfangen, Folgendes zu machen. Wir werden jeden zweiten Block dazu nutzen, dass wir an jedem zweiten Block immer eine Treppe nach unten gerichtet platzieren. In diese Zwischenräume kommt immer eine Slab, aber auch hier und hier, denn das Ganze muss immer ein Block nach außen überstehen. Das heißt, hier wieder Treppe, 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 Treppe und dazwischen immer eine Slab. Hier müsste wieder eine Slab kommen und hier geht es dann weiter mit den Treppen. Also guckt, dass ihr es immer abwechselnd habt. Das Ganze muss verbunden werden. So muss das Ganze jetzt hier bei euch aussehen. Guckt einmal drumherum, so. Und dann bleiben wir einmal hier vorne, denn jedes Mal da, wo jetzt eine Treppe nach unten zeigt, werden wir eine Trapdoor-Reihe platzieren. Und zwar die so umklappen, dass sie direkt an dem Haus oder an der Hauswand anliegen. Also immer so. Das Ganze machen wir überall da, wo eben eine Treppe nach unten gezeigt verläuft. So. Und hier ebenfalls. So. Und hier vorne natürlich auch. So. Und hier machen wir natürlich nur eine Trap. Und hier auch wieder eine Reihe. In dieser Zwischenreihe, die wir jetzt hier haben, machen wir Folgendes. Und zwar platzieren wir hier auf Höhe dieses Türfensters hier einmal Azalea Leaves. Und zwar die mit dem Blumen drin und unten und drüber jeweils einmal die ohne Blüten. So muss das Ganze jetzt aussehen bei euch. Aber wisst ihr was noch besser aussieht, wenn man hier den unteren Teil wegmacht und stattdessen einmal ein Azalea, ja, Baum platziert, der noch nicht ausgewachsen ist, so am besten. Und genau dasselbe machen wir hier ebenfalls. Also auch hier gibt es wieder Azalea-Bäume und dann einmal diese Blätter mit Blumen und ganz normale Blätter oben drüber. Auch das machen wir hier nochmal, zack, zack. So, ich weiß, ihr braucht ein paar Sachen von den Azalea-Bäumen, aber dafür sieht es auch umso besser nachher aus. So muss das Ganze jetzt erstmal aussehen. Als nächstes bauen wir eine Treppe. Dafür gehen wir einfach mal hier links daneben und werden hier praktisch direkt neben den Trapdoors zwei Cobblestone Treppen nebeneinander platzieren. Dann werden wir immer so umgedrehte Treppen unten ran platzieren. Wieder ganz normale, dann wieder nach unten zeigende. Das machen wir bis zu diesem Punkt, wo wir praktisch einen Block unter dieser Plattform sind. Denn da kommt jetzt normalerweise einfach nur Slabs rauf und diese werden bis hier hinten durchgezogen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So. So muss das Ganze aussehen. Was wir nun machen, ist relativ simpel. Wir gehen nämlich genau an diesen Punkt hier und werden hier drei ganz normale Cobblestone Walls platzieren. Denn damit ist es praktisch dieser Unterschlupf hier einfach mit einer kleinen Stütze versehen. Und dann machen wir Folgendes. Und zwar brauchen wir jetzt ganz normale Fichtenschilder. Dafür platzieren wir einmal hier unten ein Fichtenschild hin. Dann platzieren wir da über eins und hier oben auch nochmal eins. Also drei Stück hier immer an jeder Treppe dran. Und dann genau hier oben fangen wir wieder an, damit eins zu platzieren.
und ziehen diese komplett rum. Am besten nichts draufschreiben, wäre ganz cool. So sollte das Ganze jetzt bei euch aussehen. Man kann das noch ein Stückchen weiterziehen. Ich lasse das jetzt allerdings so. Finde ich, passt ganz gut. So muss das aussehen. Als nächstes gehen wir auch schon nach oben hin und werden einmal Folgendes machen. Wir gehen in jede Ecke und werden jeweils einmal Eichenholzstämme genau auf die Höhe 3 Blöcke platzieren. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dann werden wir hier einmal in die Mitte gehen und auch hier wieder 3 Blöcke platzieren. Und hier ebenfalls. Also genau, dass praktisch von diesen Stämmen 3 Blöcke nach links sind, 3 Blöcke nach rechts. Also genau synchron in der Mitte. Und hier auf diese kürzere Seite, was chillt ihr da, Alter? Also hier und da hinten und werden hier genau in der Mitte 6 Blöcke hochziehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und hier natürlich ebenfalls 1, 2, 3, 4, 5, 6. So muss das Ganze jetzt aussehen bei euch. Jetzt haben wir eine ganz, ganz wilde Kombi, denn wir werden jetzt Folgendes machen. Und zwar werden wir einmal hier links und rechts immer 2 oder 3 Kerzen platzieren. Können dann darunter den Block wegmachen und werden dann darunter Lanterns platzieren. Also Altare. Dafür machen wir es auch hier. Machen wir hier, sag ich mal, eine Kerze hin, hier zum Beispiel 2 und machen hier unten Lanterns, also Altare, die nach innen zeigen. Genau dasselbe machen wir auch hier. Ich weiß, es ist eine ganz krasse Kombi, aber ihr werdet nachher sehen, das sieht nachher wirklich gut aus. Auch hier wieder machen wir hier 2, hier 3. Wieder abbauen und dann Lanterns hier und hier in der Mitte einmal freilassen. Denn hier werden wir eine Tür platzieren, damit wir auch reinkommen können ins Haus. So. So muss das Ganze jetzt aussehen erstmal bei euch. Als nächstes machen wir einfach mal die Wände. Dafür gehen wir hier hin erstmal auf die Seite, wo auch die Tür ist und werden einfach mal 4 Blöcke genau in eine Reihe führen. Hier geht es natürlich schlecht, müssen wir das einfach nur hier rauf platzieren und machen das Ganze hier weiter. Zack, hier 4 Blöcke, einfach mal komplett hier lang ziehen die Reihe und dann brauchen wir selbstverständlich auch Fenster. Auf der Türseite wird es nur ein Fenster geben und zwar genau hier in der Mitte. Dafür einfach eine Fensterscheibe rein platzieren. So, hier machen wir Folgendes und zwar platzieren wir hier das in der Mitte ein Block höher, also auf Höhe 5. Hier ist natürlich wieder 4 und hier auf 5 wieder und hier oben einmal auf dieselbe Höhe. Also so. So muss das Ganze jetzt aussehen und was wir jetzt machen ist relativ simpel und zwar machen wir hier die beiden Blöcke weg und werden hier ein längliches Fenster reinmachen. So muss das Ganze aussehen. Genau dasselbe machen wir selbstverständlich auf dieser Seite, also auch wieder 5 Blöcke. Hier in der Mitte einmal hochziehen, hier sind es logischerweise wieder 4 und hier die beiden Fenster nicht vergessen. Zack und zack. Hier machen wir natürlich genau wie auf der anderen Seite wieder einfach nur eine Viererreihe. So, aber hier ist es so, weil wir da ja keine Tür haben, haben wir hier und hier ein einmal in einem Block großes Fenster. So, und jetzt fangen wir auch schon an mit dem Dach. Dafür gehen wir einmal an so eine Ecke hier vorne ran und werden hier einfach mal eine Treppe platzieren. Die ziehen wir einmal weiter nach außen und dann machen wir das, was wir schon öfter gemacht haben. Und zwar platzieren wir immer eine nach oben gerichtete Treppe und eine nach unten gerichtete dagegen. Wenn wir hier oben angekommen sind, machen wir eine nach unten gerichtet und einmal eine Slab drauf. So. Genau dasselbe machen wir auf der Seite ebenfalls. Also nochmal gucken. Immer nach unten zeigend, nach oben zeigend, nach unten zeigend und immer so weiter. Und hier sollte sich das Ganze dann treffen, sodass das Dach von der Seite so aussehen sollte. Genau dasselbe machen wir natürlich auf dieser Seite. Auch hier fangen wir wieder hier an. So muss das Ganze aussehen. Jetzt kommen wir zu einer Sache, die ich schon wirklich lange nicht gemacht habe. Und zwar werden wir richtige Blöcke ins Dach einbauen. Dafür ziehen wir hier einfach mal eine Leiste rüber. Und zwar mit Fichtenholz gestrippt. Also nicht mit dem Eichenholz gestrippt, sondern mit Fichtenholz. Und zwar 3 Leisten ziehen wir. Hier und hier ebenfalls nochmal eine. Am besten immer so, dass sie in eine Richtung zeigen und das nicht so chaotisch aussieht. Hier vorne werden wir nochmal die Treppen verbinden miteinander, damit das Ganze einheitlich aussieht. Und hier oben werden wir ganz normal Spruce Slabs einmal durchplatzieren. Hier würde ich vielleicht noch empfehlen, damit es von unten besser aussieht, hier das Ganze so zu verbinden. Sieht von unten einfach besser aus. Und dann hier einfach nur die Slabs rauf platzieren. So. So muss das Dach dann von der Seite aussehen. Ist mal was anderes, finde ich aber ganz nice. Sieht auch von vorne geil aus. Und genau dasselbe machen wir auf der Seite ebenfalls. Also auch wieder die 3 Blocklinien ziehen und hier unten wieder verbinden. Und voilà, fertig ist das Dach. Ja, doch noch nicht ganz. Ich habe noch zwei Sachen vergessen. Und zwar platzieren wir hier einen Zaun hin und hier auch. Genauso wie hier und hier. Bloß an der obersten Reihe. Und genau in der Mitte, sodass hier 3 Blöcke frei sind und hier 3 Blöcke auch. Und genau gegenüberliegend auch. So muss das Ganze aussehen. Und dann gehen wir an die Seite und genau auf derselben Höhe von den Zäunen werden wir auf den unteren Reihen Knöpfe platzieren. Und zwar auch genau 3 Reihen. So auf der Seite und genau dasselbe machen wir natürlich auf dieser Seite ebenfalls. Jetzt werden wir noch ein paar Details machen. Und zwar machen wir vorne Folgendes. Und zwar platzieren wir einmal eine Fackel hier rechts und hier links hin. So, ich weiß, Fackeln eigentlich out, aber
passt zum Haus. Und dann werden wir hier einmal Ketten runterlassen und dort eine Laterne drüber platzieren. So. Dann gehen wir einmal hier links auf den Altar und hier rechts auf den Altar und werden dort rein einfach irgendeine Tulpe platzieren in einen Blumenpot. So muss das Ganze aussehen. Genau dasselbe machen wir natürlich auch auf der Rückseite. Und fertig sind wir damit. Und was wir jetzt noch hinzufügen, ist auch eigentlich ganz geil. Und zwar werden wir genau auf Höhe des Fensters einmal ein Fichten-Zauntor platzieren. Hier und hier. Und das einfach nach innen klappen. Denn darüber kommt einmal eine Trapdoor. Und eine Trapdoor leicht versetzt nach unten geneigt. So. Das ist wie so ein Vorhang ist praktisch. Genau dasselbe machen wir auf der Seite. Also hier. Zack, zack. Trap dort drüber und ein wenig drunter noch eine zweite. Damit sieht das Ganze schon sehr, sehr detailreich aus. Ich hoffe, ihr spielt in der 1.18, denn dann könnt ihr hier noch einmal so einen Busch platzieren und darunter einen Faden, also Glowberries praktisch platzieren und dort einen Faden. Der Faden ist dafür da, dass das Ganze nicht wächst, denn wenn ich das jetzt einfach so platzieren würde, ihr seht, wächst das sehr schnell und das wollen wir nicht. Deswegen platziere ich darunter direkt einen Faden. Damit ist das Wachstum komplett gebremst. Und es bleibt genau in der Struktur. So, an den Seiten werden wir auch hier nochmal einmal in der Mitte eine Fackel platzieren. Und dort auch wieder links, sowohl als auch rechts, einmal eine Tulpe in einem Blumenplot, in einem Blumenpot platzieren. Also auch hier, zack, zack, rein in der Mitte wieder eine Fackel. So muss das Ganze aussehen. Als nächstes gehen wir einfach mal unten in den Keller rein. Wir werden nämlich folgendes machen, wir werden einmal hier die Ebene abbauen, denn genau dahinter verbergen sich einmal die Trapdoor rein. Und das genau machen wir auf der anderen Seite ebenfalls, hier wo die Trapdoors sind, denn daran platzieren wir von innen gerichtet einfach mal Fässer. Hier und hier, es muss ja auch Stauraum geben. Dann platzieren wir unten drei Blastfurnisse einmal entgegengesetzt zu dieser Tür. Und platzieren auf die beiden rechten einfach mal einen Armor-Stand und auf den linken eine Laterne mit einem Grindstone, der von der Decke hängt. So, als nächstes platzieren wir hier einmal links neben der Tür einfach mal einen Amboss hin und werden dort einfach mal nach unten zeigende Ketten platzieren, genauso wie auf der Seite ebenfalls. So, und dann machen wir hier einmal direkt in die Mitte zwischen diesen beiden Fassreihen einmal ein Crafting Table mit einem Flower Pot, auch mit irgendeiner Blume wieder drin. Und dann machen wir hier genau in der Mitte folgendes. Wir bauen hier einfach mal drei Blöcke breit und zwei Blöcke lang ab, so, und können hier praktisch einmal komplett drumherum nach unten gerichtete Treppen platzieren, sodass genau in der Mitte ein Loch frei bleibt. Von oben hat sich ja nichts geändert, aber von unten sieht das ein bisschen besser aus. Und dann können wir gleich mit der Leiter hoch, doch vorher müssen wir einmal noch braunen Teppich hier verlegen, ansonsten passt das alles nicht. So. Kann man auch random machen, sieht vielleicht ein bisschen abgeranzter aus, ob es gut aussieht, muss jeder für sich wissen. Und dann platziert ihr einfach nur Leitern nach oben. Und dann sind wir auch schon im Obergeschoss. Dafür drehe ich mich in diese Richtung und werde einfach meinen Eichenholzstamm seitlich platzieren. Dann in der Mitte einen Smoker und rechts einen Ofen. Auf den Smoker werde ich dann einfach einen Blumentopf platzieren mit einer Azalea-Blume drin. So. Hier links platziere ich einfach irgendeinen Kristall rauf und hier rechts auf den Ofen ein Item-Frame, also ein Item-Rahmen mit einem Steak drin. Ihr könnt auch irgendwas anderes rein platzieren. Ist nicht so wichtig. Übrigens könnt ihr natürlich auch hier eine Trapdoor drauf platzieren, damit das Ganze, ja, überlaufbar ist, müsst ihr wissen. Hier überplatzieren wir folgendes, und zwar machen wir hier oben einfach mal drei Trapdoors hin, so, sodass wir einfach eine Double Chest rechts platzieren können und hier links einfach mal wieder einen Busch. Darüber machen wir einfach nur einen dunklen Button hin. Darüber machen wir einfach nur einen Fichtenknopf hin, genauso wie hier ebenfalls. Auch hier gibt es auf der anderen Seite wieder diese drei Trapdoors. Plus dort machen wir diesmal links ein Fass hin, in der Mitte eine Blume, beziehungsweise einen Blumenbusch und rechts ein Lagerfeuer, was wir ausmachen. So, hier machen wir jetzt eine kleine Brauecke hin, und zwar machen wir hier rechts einfach einen Kessel hin mit Wasser und links einfach nur einen Fichtenzaun mit einem Braustand drauf. Ist klein, aber ist deutlich besser, als wenn man jetzt auf Krampf irgendwas anderes versucht. Dann machen wir folgendes, und zwar werden wir hier oben einfach mal nach unten gerichtete Treppen platzieren, auch aus Fichtenholz, denn damit sieht das Ganze ein bisschen besser aus. So, und jetzt machen wir folgendes, auch hier genau in der Mitte des Hauses eine Kette runter mit einer Laterne. Darunter kreuzen wir praktisch die Reihe und werden länglich platzierte Chains platzieren. Und dann hier genau hinter der Trapdoor werden wir das einmal wegbauen, bis hier. Denn da kommt nämlich ein Bücherregal ran mit einer Trapdoor darunter. Und hier kommt einfach nur ein Fass hin mit einer Glocke darauf. So, was wir jetzt machen, ist auch relativ simpel, und zwar platzieren wir hier neben diesen Eichenholzstamm zwei Barrels nach oben, dann eine Trapdoor nach links und hier zwei oder drei Trapdoors, na, sagen wir mal zwei, die, wenn man sie aufklappen, genau mit dieser hier abschließen. Denn darauf werden wir das Bett platzieren, so, so zack, und darunter machen wir dann einfach nur einmal ein Schild, am besten nicht beschreiben,
Und dann sieht die Sache so aus. Auch hier noch, können wir nochmal ein Schild machen. Auch wieder nicht beschreiben am besten. So muss das Ganze aussehen. Auch hier könnt ihr dann wieder irgendwie Teppiche platzieren. Random, wie ihr wollt, halt irgendwie. Ist komplett egal. Und dann, meine Damen und Herren, sind wir actually fertig mit dem Haus. Es ist vielleicht nicht groß, aber es ist sehr ästhetisch. Hat auf jeden Fall so einen Waldlook. Es passt perfekt zum Tiger-Biom. Falls euch das Video weitergeholfen hat, einfach ein Like da lassen. Abonniert den Kanal, um in Zukunft kein Tutorial zu verpassen, auch zu anderen Sachen. Und vor allen Dingen schaut auf meinem Zweitkanal vorbei. Link ist in der Videobeschreibung. Denn da seht ihr noch mehr Tutorials, die hier nicht kommen werden. Mein Name ist Flash und ich wünsche euch noch einen sehr angenehmen Tag.